Hallo Leute, ja, da müssen wir mal gucken, dass wir Rüstung kriegen, Armor und ja, vielleicht auch noch die anderen Dinge erledigen. Irgendwie sind unsere Leute auch gerade hier nicht so lustig, außer einer, dem geht's ganz gut, den anderen geht's ziemlich schlecht. Da müssen wir schauen, wie wir da hinkommen, dass die ein bisschen bessere Stimmung kriegen. Auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir auch Beerdigungen stattfinden lassen, weil das ist ganz wichtig, dass die Leute beerdigt sind, weil dann könnte die Stimmung dadurch, glaube ich, besser werden, auf jeden Fall, ne? Das wird jetzt unsere Aufgabe sein in dieser Folge. So, dann kicken wir doch mal rein. Wo ist denn erstmal unsere Leute hier? Das ist noch nicht tief genug. Hier sind wir. Okay, hier geht's nicht voran. Einen haben wir beerdigt, der Rest muss noch beerdigt werden. Okay, wäre schön, wenn jetzt hier noch ein Miner ist, aber wahrscheinlich ist der Miner auch derjenige, den wir ja verloren haben, ne? Müssen wir dann mal gucken, ne? Aber wir können auch runtergehen und können mal gucken, was wir hier noch reinbauen dann. Was wir schon haben, war Stoneworker Shop. Nee. Der macht noch Coffins, okay. Und was haben wir hier? Das war die Küche, kann das sein? Ne, Crafts Workshop hier auch. Was haben wir hier? Ist die Distille. Add new task. Brew drink from fruit, from plants. Macht das immer, oder? Ich glaube, dann kommen noch die Dingens rein, ne? Wie heißt es? Die Plum Permits, oder? Was macht er hier gerade? Der macht ein Essen, das ist schon mal gut. Hier haben wir den Tanners Shop, der ist auf jeden Fall wichtig. Aber da geht nichts, ne? Schade. Tanner Hyde, wir bräuchten also jemanden, der da definitiv jetzt irgendwelche Tiere erledigt, damit wir an Leder kommen. Und dann könnten wir hier oben einen Ledershop machen, ne? Workshop. Clothing and Leather. Leather, den setzen wir mal dahin. Dann können wir hier noch. Ach so, ich habe jetzt nicht gesagt, aus was der gebaut werden muss. Shit, macht er das trotzdem? Ich glaube ja, ne? Dann machen wir hier noch einen Stockpile hin für fertige Sachen. Finished Goods. Also müssen wir wieder Custom machen, aber das ist auch nicht verkehrt. Stone Clay, Other Materials. Leather. Ne, machen wir None und dann Leather. So, dann müsste das da reinkommen. Dann machen wir den nächsten Stockpile, der hier ist. Das ist dahin und da muss nur Leather rein. Da brauchen wir nichts anderes machen. Hier soll der Vorrat rein. Das wird verarbeitet und kommt dann fertig da rein. So sollte das sein. Wer ist das hier? Ein Child. Okay, ein Grüner. Grünling. Keine Ahnung. Jetzt lassen wir gerade hier eine Stufe rauszoomen. Okay, jetzt haben wir das. Alternativ wäre die, wir könnten. Ah, weißt du was, wir machen erstmal hier. Okay, da wurde irgendwo gekämpft. Buzzard is fighting. The Buzzard falls over. Okay, der ist hier irgendwo rumgeflogen. Wo ist denn das da? Okay. Ich sehe jetzt nichts. Da in der Mitte blinkt zwar immer was, aber das ist da alles passiert. Alles in der Luft und so. Da ist Käse mitten in einem Baum. Okay. Was ist das hier? Das ist doch der Buzzard, oder? Ah, ein tiefer, bitte. Okay, den hat es erwischt. Den haben wir wohl geschlagen. Das ist ja auch gut schon mal. Wenigstens etwas. Gut, das heißt, der Buzzard ist hier durch. Samir, the fortress attracts to no man. Da brauchen wir auch keine Migrants momentan. Wir sind sowieso schon schlechter Laune mit 14 Leuten. Die Martians sind sowieso weg. Auch arrived ist durch. Weaponsmith has grown attached to a copper. Wo ist das? Okay. Das war da, aber ich weiß nicht, was.
da passiert ist. Keine Ahnung. Oh, wir haben Platinum gefunden. Das heißt, wir haben jetzt Material oder können uns Material rausbauen hier für Waffenherstellung, oder? Native Platinum wohl. Das würde bedeuten, bau das doch mal ab. Das wird sowieso abgebaut und das soll er dann auch abbauen, ruhig. Regular Mining, das passt doch erstmal, oder? Und hier muss auch noch weiter, aber es ist niemand da, der das abbaut, oder? Was ist das denn hier alles? Magnetic Wall? Achso, das ist zwar auch hier angezeigt, ne? Ja. Und was haben wir hier? Magnetic Wall? Da auch. Magnetik, ne? Magnetit Wall. Okay. Können wir eigentlich auch mal abreißen, ne? Abreißen ist gut, ne? Hier machen wir das auch nochmal. Holen wir erstmal das da raus. Das können wir vielleicht gebrauchen, ne? So, schauen wir mal. Aber irgendwie ist jetzt Regular Mining auch noch vielleicht schwierig, weil vielleicht der Miner gestorben ist, oder? Unsere Zwerge. Ach so, nee, das war falsch. Wo habe ich denn hier die Übersicht? Ah, hier. Nee, der schläft gerade, okay. Metalcrafter haben wir ja auch. Metalcrafter. Weaponsmith, okay. Venetia Expeditionsleader, Dwarven Shield. Da sind 4 Kinder. Caretaker für die Tiere. Okay, dann wird das irgendwann ausgehoben, man weiß nur nicht wann, ne? So, hier wird auch noch nicht gebaut. Leather Workshop. Wenn wir Platinum haben oder Platinum haben, dann können wir doch hier auch einen Workshop bauen. Workshop. Metalsmith. Und select material after placement. Use closest material. Das ist schon ausgewählt, ne? Ah ne, after placement, oder? Ah, weiß ich nicht, vielleicht ist auch das nächste Material ganz wichtig. Machen wir mal so. So, und dann brauchen wir hier noch einen dicken, hier einen Stockpile. Der Accept. Das ist fertiges Zeug. Armor. Ne, das ist Armor, da ist Armor. Achso, das müssen wir hier nochmal machen. Metall. Bone. Nee, das ist ja ein Metall, ist schon richtig so. Eigentlich kann das die ganze Armor da rein. Spielt gar keine Rolle. Macht das so. So, und dann brauchen wir noch ein. Ach so, warte mal. Was haben wir jetzt? Den dahin. Akzepten. Und was ist jetzt? Brauchen wir Bars und sowas, weil das muss nämlich erst geschmolzen werden. Ja, Custom wieder. Also brauchen wir nicht. Das machen wir mal dann. Und dann Block Metals. Da All. Bars All. Blocks. Ne, Blocks, dann kannst du erstmal dann machen. Nur Bars. Diese müssen geschmolzen sein. Ich glaube, dann kann der da erst was rausbauen. So, und das wiederum muss in einem Feuer gemacht werden, ja. Das ist fertig. Da wird schon was reingemacht. Ach, wir haben ja schon was. Krass, ja, das müssen wir dann noch zuordnen. So, jetzt machen wir hier einen Workshop noch wieder auf. Und da brauchen wir ein Furnace. Glass Furnace. Magma Glass Furnace. Nee, Magma Kiln. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Schmelzer. Warte mal, wir müssen erst Holzkohle wahrscheinlich machen. Kann das sein? Ach, hat mal so gelassen, ne? Stockpile. Wieder den. Accept. Was hatten wir da jetzt rausgemacht?
Was war das jetzt für ein Laden? Shit. Furnace. Oh, wir müssen den erst fertig machen lassen. Weiß ich jetzt nicht. Und daneben. Wood Furnace, Holz. Also heißt das, wir müssen hier die fertigen Sachen rein. Dann müsste die Charcoal dann rein, wenn der Wood Furnace ist, ne? Und wo ist das? Also warte mal, das zweite ist hier. Und den akzepten wir. Und da kommt auf jeden Fall Wood rein. Und hier muss aber was rauskommen. Bars and Blocks, da wird kein Wood Char bei sein, oder? Charcoal. Copper, nee. Armor, Animal, Ammo. Finished Goods. Ist das hierbei? Copper. Also Materials. Nee, nicht so wirklich. Was haben wir da? Games sind auch nicht so wirklich das Richtige, ne? Würde ich sagen, oder? Sherry, Opal. Metal, aber Metal ist das ja nicht, Kohle. Und Stone Clay. Oder läuft das einfach unter Kohle anstatt Charcoal? Typ, warte mal, wo finde ich denn dann Kohle? Eigentlich unter Stone. Kobalt, Claystone, Trainer. Okay, das ist Bituminous Coal. Weiß nicht, was das ist. Das ist. Das hört sich nach Unterbodenschutz an, ne? Bitumenkohle. Ist das aus der Kokerei? Kann das sein? Aber die Kohle, die fehlt mir doch dann sowieso noch hier, oder? Aber die finde ich hier nicht unter Finish Goods. Da ist Kohle. Nehmen wir die mal rein. Vielleicht ist es die, ich weiß es nicht. Müssen wir schauen. Und dann müssen wir jetzt hier noch schauen, dass wir ein weiteres Gebäude ausbuddeln. Weil, ne? The dead walk. Hide while you still can. Nee, wir haben schon wieder einen Angriff, Alter, ey. Ist das nicht jetzt ein bisschen oft? Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier Pause haben. Ist doch Pause, ne? Oder? Ja. Und dann müssen wir erst Leute ausrüsten, damit die hier mal ganz schnell dann gucken, dass wir ihn hier zum Beispiel, ne? Wer ist das? Das war Korps. Ein Toter. Human Axeman Corps, das sind alles Untote. 3, 4, 5 Untote kriegen wir als nächstes rein. Ey, super. Okay, das heißt, vielleicht war das, was wir gerade gemacht haben, nicht alles so dolle, sondern wir werden erstmal die Squad machen müssen. Machen wir mal in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.